beginnt jetzt. So. Boah, Spinnenweben. Also irgendwie haben sie es in jedem Spiel irgendwie mit Spinnenweben, Spinnen und... Ich habe nichts gegen Spinnen. Aber... Man kann es auch übertreiben irgendwie, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Rätsel. Hafte. Notiz. Geschall. Bring das Horn von bla bla bla. Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend mietet das Dachzimmer im Gasthaus Schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Oh, ich stehe nicht auf sowas. Kann ich die mitnehmen? Nimm mir mit. Nimm auch mit. Nimm alles mit. Ja, klemmt doch mal, das ist veranlagt. Oh, immer diese T-Taste. Aber das ist bei H1Z1 hat bei der T-Taste die Third Person. Glaube ich, habe ich in den anderen Folgen auch schon mal erzählt. Ist halt so. Gewöhnst du dich einmal, ist scheiße. So. Du liegst hier rum. Du darfst schütteln. Ich klaue euch nur das Gold, was ihr gekriegt habt, um den Fährmann zu bezahlen. Halt's dir. Schon wieder mal ein Geld. Gold. Gold liegt überall rum. Na, bei uns haben es die Falschen und die Armen immer ärmer und hier liegt das einfach mal so im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Klack. Lederrüstung. Yes! Alles meins. So. Auch meins. Ist nichts drin. Auch nichts. Ach Mensch, aber ich drück halt einfach, ne? Da haben wir was drin. Nehmen wir alles. Alles meins. So, Indie Jones, fühle ich mich hier gerade. Wir sind gerade aus der Höhle geflohen, ne? Die Riesenfels, der hinter uns gerollt ist, sind wir entkommen. Und jetzt gehen wir Usten drauf. Usten oder Usten? Da. Richtig aufgemacht? Jupp. Alles klar. Ne, da war ja auch der Weg, ne? Nein, da war nicht der Weg. Da. Warte mal, doch, das war doch da. Das sind meine Freunde, die liegen hier immer noch. Nehmen wir schnell Schritt. Ich könnte auch noch die Stufe einstellen. Das könnte ich auch noch mal schnell machen. Wir haben ja, ich habe ja aber nicht geguckt. Das war ganz schnell. Ach nee, das war anders. Da, neue Stufe. Willkommen im Himmel. Gesundheit. Zweihändig. Einhändig. Oh ja, ist ja gut. Wir wissen es ja auch schon. Okay, dann kann ich noch nicht. Auch noch nicht. Oh ne. Geht noch gar nichts hier? Oder hatte ich schon Kampfhaltung? Okay. Talente zu verbessern? 1. Aber ich kann nicht. Geht nicht. Ist leer. So, da drüben. Ah, hey. Dahin. Boah. Da mich dich hin. Dankeschön. Angriffe mit Schwertern haben eine Chance von 10% kritischen Schaden anzurichten. Was macht denn der Knochenbrecher? Angriffe mit Streitkolben ignorieren 25% des Rüstungswertes. Auch nicht schlecht. Hätte ich einen Schlagkolben?
Deswegen, ich hab keinen. Okay. Glückliche Macht ist er widerfahren. Was haben wir hier? Kohl. Haben wir? Ja, haben wir. Wo ist Fury? Fury, da ist Fury. Aber wir brauchen gar nicht Fury, ne? Wir brauchen hier Teleportation, oder? Wo müssen wir hin? Wir müssen nach Flusswald. Ja. Und wir kommen wieder zurück im Flusswald. Feandal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Das ist ja schön für dich, Sven. Das ist ja gut. Frau. Hallo, mein Gatte. Ihr steht spät auf. Ihr wart letzte Nacht wohl zu lange im schlafenden Riesen, nicht wahr? Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Ihr wart wohl gerade nicht da, als ich aufgewacht bin. Oh. Ich mache mich besser an die Arbeit. Ich muss noch ein Sägeblatt reparieren für Gerdurs Mühle. Passt auf euch auf, mein Gatte. Ja, der Alvo und die Simpit. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Naja, dein Mann, ja, hat es ja gesagt, ne? Der hat es heute Morgen aufgewacht und du warst nicht da. Also, lalala. So. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ich sehe dich auch, du. Du siehst komisch aus, du. So. Das Zimmer unter dem Dach. Mhm. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Aber ist doch... Linke Seite. Ah. Ah, alles klar. Soll ich jetzt schlafen? Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ja, könnte sein. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Ja. Wir müssen reden. Folgt mir. Okay. Upsa, nee, das wollte ich gar nicht. Die gehen immer so komisch, ne? Also da hätten sie sich ja mal wirklich mal angucken können, wie normale Menschen gehen. Also, weiß ich nicht. Schließ die Tür. Okay, alles klar. Nun können wir reden. Ah, reden, warte, ich zieh mir die Klamotten aus. Wir können reden. Ja, können wir, wirklich? Oh, ich hoffe, meine Frau sieht das nicht. Oh, du hast ein Buch, das Buch vom Drachenblut. Wie kommt das? Wo ist es her? Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Oh. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Entschuldigt aber, ich soll hier jemanden treffen. Die Graubärte haben recht, ich bin ein Drachenblut. Nimm mir die Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Das ist schön. Was hat es mit der Nacht und Nebelaktion aus sich? Ich habe jemanden erwartet, der größer ist. Hier bin ich. Was wollt ihr? Ja, das finde ich gut. Gut. Schließlich geht es beim Untertauchen darum, dass man jemand zu sein scheint, der man nicht ist. So, was wollt ihr von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Aha. Ich bin nicht euer Feind. Echt nicht? Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Sprecht weiter, ich höre zu. Ihr solltet besser eine Erklärung parat haben, aber plötzlich. Dafür habe ich keine Zeit. Sabe. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Okay. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann.
Ja, was soll ich jetzt machen hier? Soll ich hier jetzt Bombe Blutsbrüderschaft oder so? Willst du, dass ich jemanden für dich umbringe? Soll ich irgendwo was stehlen? Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Siehst du, die Frage stellen wir einfach andersrum. Warum habt ihr das Horn aus Ustengraf entwendet? Warum sucht ihr ein Drachenblut? So, das machen wir das Erste. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Ich bin schwer bewaffnet, Fräulein. Also, ich glaube. Warum habt ihr das Horn aus Ustengraf entwendet? Ich wusste es. Wenn die Grauwerte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Grauwerte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Zu viele Dinge auf einmal. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Habt ihr gesagt, dass die Talmor hinter euch her... Talmor, ich hab hier jemanden gefunden, den ihr sucht, ha? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Ja. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Also wenn ich Hunger habe, dann klappt das. Also dann könnte ich auch einen Drachen in mich aufnehmen, aber so nicht. Das sicher. Ja. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Oho. Ihr habt gesagt, dass die Talmor... Was ist der Haken an der Sache? Ja, gut. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Aha. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Habe ich den gerade schon mal gedrückt gehabt? Aber die hat doch vorher... Nee. So. Ja. Wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Okay. Die bösen Spitzohren. Was ist der Haken an der Sache? Nein. Wir sind sehr alte Feinde. Nein, nein. Aber das ist jetzt unwichtig. Nein, nein. Ja, wichtig ja, ist hingegen, dass ihr das ist wichtig. Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. Aha. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Also brauchst du jemanden, der groß und kräftig und stark ist, der komische Geräusche aus seinem Mund macht, wenn er Russ vor da, ne? Und dann auf einmal fallen die um. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Wieso denkt ihr, dass ich die Drachen wieder lebendig... Nee, wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Scheiße! Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Okay. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Und was kriege ich jetzt dafür? Aber wir machen mal, ne? Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das Gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er Recht und ich Unrecht. Ja. Wie habt ihr all das alles herausgefunden? Und... Na? Das solltet ihr doch wissen. Ihr habt im Ödsturz-Hügelgrab die Karte für mich organisiert. Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Kühneshain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Okay, und wo soll es hingehen? Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Lasst uns einen Drachen töten. Moment. Ich bin noch nicht ganz bereit, umzugehen. Ja, scheiß drauf. Lasst uns einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute. Dann bin ich soweit. Ich drehe mich um. Ja, ich drehe mich um. What the fuck? Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühneshain. Ja, toll. Du gönnst auch gar keinen Spaß oder so, ne?
Truhe durchsuchen. Kann ich hier... Ach, guck mal, jetzt ist das hier alles... Alles meint. Alles meins, alles meins, mir sagt. Geldbeutel. Was haben wir da? Aufstieg und Fall der Klingen, ja. Brauchen wir jetzt nicht. Drachenblut. Ja. Ich glaube, muss ich ja jetzt nicht, ne? Irgendwie lesen oder... Ne? Du! Rolle des Chaos. Ja, können wir auch gebrauchen. Kann ich die Karte der Drachen ja. Nehmen. Juhu. Lalalalalala. So. Hey, was denn? Das hat einfach so rumgelegen. Muss euer Glückstag sein. Ja, du Dreckiger. Du. Wenn da kein Name draufsteht, dass ich stehlen tu, hm? Kühnesheim liegt in diese Richtung. Alles wir meins. Zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Möchtest du mit mir zusammenreisen? Was liegt denn da? Achso, Hühnchen. Ich muss mal kurz verticken gehen. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich hab nichts gemacht. Die Schauwärter haben das Drachenblut nach Hochodga gerufen. Aha. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Was sagst du? Mal gucken, ob wir verkaufen können. Hallo. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es... Na, Klingen, Helme... Ja, das ist alles, was ihr braucht. Ich muss verdicken, das ist viel wichtiger. Ne, ich muss ja dahin. So. Hast du genug Gold? Die kannst du auch haben. Kannst du auch haben. Ui. Die kannst du auch haben. Stolz kannst du auch haben. Stolz kannst du auch haben. Ja, die kannst du auch haben. So. Bekleidung, kann ich auch was irgendwie an dich verkaufen? Der ist besser als den Helm, den ich hab. Das muss ich mal gucken, ne? Guck. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, es war so schön. Bekleidung. Den Scheiß muss ich auch noch irgendwo loswerden. Immer das, wo... Ja, aber da ist so nix. Junge, Junge. Nee, doch, die ist auf jeden Fall gut. Wie sieht denn jetzt aus? Schick! Was könnte das zu bedeuten haben? Was denn? Oder des Drachenbluts? Ja! Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Ich weiß es solche nicht. Eine Macht. Ja, weiß ich auch nicht. Die Macht. Absolute Macht. Ich habe keine Ahnung. So, Fräulein. Reden. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wird der Drache, der in der Nähe von Kühnesheim begraben ist, als nächster ins Leben zurückkehren. Kühnesheim. Gut. Wir müssen nach Kühnesheim. Sekunde, ich gucke Karte. Also ich könnte jetzt hoch... Grad und da ist die Ecke, wo ich sowieso denn in die... Uiuiui. Wir gehen einmal kurz nach oben und bringen den... Reisen! Wir bringen den kurz... was war das? Das Horn? Oder was war das? Ja? Zu den Graubärten. Meinen alten Freunden... Den Gabba Gandals. Wo ist mein Freund? Ich hab was umgeschmissen, ne? Ich hätte das auch nicht sauber gemacht nachher. Hier, bitteschön. Ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Hier. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gucken wir mal weiter. Wuhuhu. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu hören. Ja, unerbittliche Macht. Bedeutet wie Stoß. Komm, wir stellen uns direkt so richtig. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger.
nutzt ihn weise. Ja. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über da mit euch teilen. Dankeschön, Wulfgar. Zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärt widerstehen. Ich hab Schuhe an? Ich hab Latschen an. Hab ich keine Hose an? Oh Gott, was für Drogen nimmt ihr Jungs? Okay, danke schön, Jungs. Dovahkiin. Ja. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Hrothgar steht euch nun offen. Yes. Krass, Digga. Vielen Dank, ne? Weißt Bescheid jetzt? Ich bin Boss hier im Laden und so. Weißt du? Und jetzt können wir wieder weg. Da ist mein Pony. Oh, in der Luft. Zack, wir brauchen eine unerbittliche Macht und die müssen wir... wie kommt man... Achso, ich habe keine Drachenzähne. Ich dachte, er hat er mir gegeben. Pony, flieg mal. Fuß runter! Ach, du kannst das ab, ne? Du bist ja auch mein Drachenpony. So, wir gehen jetzt mal hier hin und von hier aus können wir, oder von hier aus, oder... Ja, wir gehen von hier aus. Waldheimer Türme, die habe ich abgeschlossen. Von da aus können wir dann weiter rumeiern. Und ich glaube, wir machen das so, dass ich jetzt... Nee, das wäre ja jetzt unfair. Jetzt seht ihr noch den Ladebildschirm. Das mache ich natürlich so, nee. Wir reiten erstmal noch ein Stück mit dem Pferdchen und wir werden auf jeden Fall erstmal da die Richtung noch nehmen. Muss ich jetzt auf die andere Seite, oder? Man sieht das immer nicht so gut, ne? Also ich könnte jetzt auf die andere Seite, aber ich kann auch hier an dem Flussufer hier und da irgendwo über und hier über Unterammergau. Machen wir mal so. Erstmal runter! Kann ich die eigentlich auch von überall rumfliegen lassen, die Leute? Wenn sie oben an der Klippe stehen und auf mich schießen oder so. Dann mache ich einfach mal da. Und wenn sie das abkriegen, dann machen sie Blatsch. Das ist echt gut. Das freut mich immer. Denn hat der Zauber auch eigentlich einen Sinn. Also der Spruch. Schrei. Dum, 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 dum. Das sieht doch... Na, auf wie aus. Nehmen wir hier so einen alten Ziegenpfad. Hallo, Friends. Oh, manchmal... Oh man, kann man nicht. Geht das nicht? Doch, geht doch. Wir wollen noch mal gucken. Oh, guck mal. Da ist eine Statue. Und wen ist denn die? Und wen ist denn die Statue? Könntest du mal vom Pony kommen, Alter? Danke. Ich will nichts klauen, ich will mir den einfach mal angucken. Von wem ist denn die Figur hier? Das ist doch der Schrein von Talos.
2920 Jahresmitte, Band bla bla bla. Schwere Rüstung verbessert um 17. Gut, das, dann brauchen wir ja gar nicht. Dankeschön, 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 Dankeschön. Können wir den Kolben? Steuerrollenhelm. Ich finde, also wenn man den Helm ja immer so sieht, dann denkt man, oh geil. Aber die sind irgendwie, die machen ja unbequem. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe das eine Mal durchgespielt mit Sperrrüstung. Nachher kriegt man ja so ein... Ach, wir klauen einfach mal alles hier. So, hatte ich da nicht irgendwas runtergeschmissen noch? Ein Schild. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Eine Kiste! Dietrich! Klassik! Schön! So! Komm mal her, Pferdchen! Klatsch! Also man hat so... Man hat sowieso... Oh, ja, hey! Man hat sowieso Third Person beim Reiten. Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man jetzt gerade nicht gehört, aber ich musste mit der Nase schnaufen. Hier komme ich nicht runter. Hier ist irgendwie noch ein Türmchen. Können wir auch mal suchen hier. Wenn wir den haben, da sind böse bestimmt. Böse Jungs, böse. Bosse. Oh ja, alles voller böse Jungs. Und von hier aus geht's direkt drauf zu. Ne, er hat jetzt irgendwie in so ein Rennspiel drunter durch. Geht das? Nein, geht natürlich nicht. Oh mein Gott, komische Viecher, die wollen mich töten. Hilfe, Hilfe. Leuchtet so schön im Dunkeln. Besser runter zum Fluss. Von da aus können wir uns ja besser bewegen, glaube ich. Zwar sind immer irgendwelche Viecher auch unten am Fluss, ne? Wir wissen ja, Wasser trinken, trinken Wasser. Eine Säbelzahnkatze, Tiger. Ich hab eine Idee. Ich hoffe, ich sterbe. Ein bisschen kalt, macht nichts, Fury. Oh, das ist nichts. Ich schmeck nicht, bin C. So, wir sind da, denn in der nächsten Folge zeige ich euch denn, wie es weitergeht.